Der Sponsor der heutigen Sendung ist Necton. Gibt es seit über 40 Jahren. Ich selber benutze und vertreibe Necton seit über 30 Jahren. Also ein absoluter Klassiker, der Vitaminspezialist für eure Reptilien und Heimtiere. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen hier, ein Cordylus tropidosternum, also ein Gürtelschweif. Ich weiß nicht, sagt man Zwerggürtelschweif auf Deutsch dazu, Zwerggürtelschweif, Panzergürtelschweif. Irgend sowas ist, glaube ich, der umgangssprachliche Name. Wie gesagt, wissenschaftlich Cordylus tropidosternum. Waren früher relativ häufig. Mittlerweile werden sie seltener, sind mittlerweile zum Glück, würde ich sagen, auch unter WA2, unter Artenschutz. Also von dem her können sie nicht mehr in Afrika gefangen und billig importiert werden, was denen, glaube ich, ganz gut tut und was die Beliebtheit sogar eher gesteigert hat. Ne? Alles, was schwerer zu kriegen ist, steigt in der Beliebtheit und das ist toll und ich hoffe, dass die in Zukunft einfach noch viel mehr gezüchtet werden, weil es wirklich ein wunderhübsches Terrarientier ist. Das Thema heute sind die Kettennatter, Königsnattern, Milchnattern, wie immer man sie auf Deutsch nennen mag. Ne? Also der wissenschaftliche Name Lampropeltis, das ist ein bisschen einfacher. Wie gesagt, die Trivialnamen Kettennatter, würde ich sagen, wird hauptsächlich für Lampropeltis getulus verwendet. Milchnatter sind, würde ich sagen, so die Triangulum-Arten. Königsnattern vielleicht Mexicana, Pyromelana, dass man die vielleicht über den deutschen Begriff Königsnatter nimmt. Ist aber schwierig und wirklich schwimmender Übergang. Deswegen der wissenschaftliche Name Lampropeltis ist ein bisschen einfacher und treffender. Ne? Ich habe mir heute ein riesengroßes Thema ausgesucht, weil es gibt wirklich jede Menge Lampropeltis-Arten und Unterarten. Die haben ein sehr großes Verbreitungsgebiet. Die kommen von, also auf dem ganzen amerikanischen Kontinent, ganz vom Norden aus Kanada, runter über die Westküste der USA. Muss ich kurz überlegen, klar, Westküste, über Mittelamerika, ne, ich würde sagen, Mittelamerika ist so das zentrale Verbreitungsgebiet, bis nach Ecuador. Ne. Ich glaube, Ecuador ist so das südlichste Verbreitungspunkt, da gibt es Lampropeltis microfolis, gibt es in Ecuador. Ich glaube, das ist so die südlichste der Lampropeltenarten. Ne. Was auch interessant ist, das Biotop an sich geht vom Meeresspiegel bis in die Berge hoch. Also so Pyromelana findet man bis auf 2000 Meter Meereshöhe, was wirklich relativ hoch und dann schon relativ kühl ist. Ne? Viele Arten kommen auf Meereshöhe vor, kommen in sehr warmen tropischen Gebieten vor, ne? Wenn wir jetzt gerade runtergehen, Südamerika. Die Tiere leben, sind Bodenbewohner. In den Bäumen wird man selten irgendwelche Lampropeltis finden, selten bis gar nicht. Also sind eigentlich reine Bodenbewohner, leben da relativ versteckt unter irgendwelchen Steinern, Hölzern, Geäschten sind sie unten drunter versteckt. Also wenn man die Tiere in der Natur sucht, so das Klassische, es gibt eigentlich zwei Vorgehensweisen, ne? Entweder irgendwelche Steinergegenstände umdrehen, wenn man Glück hat, liegt eine drunter. Oder in der USA relativ verbreitet ist das Street Sight Hunting, nennt sich es, glaube ich, auf Englisch. Das heißt, man fährt mit dem Auto die Straßen ab am Abend, ne, wenn die Straßen noch warm sind, kommen die Tiere raus, legen sich auf die warme Straße und so kann man Glück haben und Tiere entdecken zum Fotografieren. Ja, bitte nicht zum Fangen, sondern rein zum Fotografieren. Aber eben, das zeigt so das relativ die bodenbevorzugte Lebensweise von den Lampropeltis. Ne? Von der Größe her variiert es auch ganz schön. Es gibt kleine Arten, gerade Pyromelana nochmal angesprochen. Die werden so circa 70 cm ausgewachsen groß und es gibt sehr große Arten oder relativ große Arten. Hondurensis zum Beispiel wird relativ groß mit
ja, 2 Meter vielleicht nicht ganz, aber 1,60, 1,70. Manche Getulus-Arten, Floridana, Getulus, wird recht groß, mit vielleicht an die 2 Meter. Also von 70 Zentimeter bis 2 Meter ist alles vertreten. Der Vollständigkeit halber noch, hier habe ich Lampropeltis triangulum triangulum. Nicht ganz so häufig gepflegte Lampropeltis-Art, liegt vielleicht daran, dass sie farblich nicht so intensiv bunt ist wie manche andere Lampropeltis-Arten. Kommen wir jetzt zur Terrarienhaltung. Trotzdem großen Verbreitungsgebiet halten wir doch eigentlich alle relativ gleich. Wir beheizen das Terrarium am Tag auf 28, 30 Grad. Nachts schalten wir alles aus auf Raumtemperatur. Also wie bei jedem Terrarium ist dann die Heizung das wichtigste Element. Das könnt ihr entweder mit so einem Heatpanel hier lösen. Ne? Das ist jetzt hier schon festgemacht am Deckel. Ne? Das ist so ein Heatpanel auf diesen Terrariendeckel draufgeklebt. Hier nebendran eine LED-Beleuchtung. Ne? Und so kommt es oben, also statt dem Deckel, der jetzt drauf ist, würde man diesen Deckel oben drauf machen und hätte somit Beleuchtung und Beheizung von dem Terrarium. Ne? Ich lege es jetzt gerade mal einfachheitshalber auf die Seite. Das ist eine Möglichkeit mit so einem Panel. Ich glaube, das ist die eleganteste, by the way, auch die energiesparendste Lösung. Andere Alternative, gerade wenn man solche Terrarien mit Gaze-Screen obendrauf hat, man nimmt einfach einen Reflektor, eine passende Birne, in dem Fall würde ich sagen so 50, 60 Watt circa, macht die da rein, stellt es oben drauf, also natürlich reinschrauben, logisch, stellt es oben drauf, macht die Lampe am Tag an, 10 bis 12 Stunden und hat dadurch Licht und Heizung in einem. Ne? Das ist so die einfachere, günstigere Methode. Allerdings, also wie gesagt, bin ich bei 50, 60 Watt. Das Panel, was ich gerade gezeigt habe, hat knappe 40 Watt. Also ich brauche circa 20-30% mehr Strom auf die Methode und muss mir bewusst sein, dass ich regelmäßig eine neue Birne kaufen muss, weil die einfach auch nur einige Monate halten. Als Einstreu hat sich das Holzeinstreu wirklich bestens bewährt bei Lampropelten. Also bei manchen Reptilien ist das Holzeinstreu ja umstritten. Ich glaube, bei Lampropelten kommt man fast nicht drum rum, sei es jetzt dieses Espeneinstreu, was ich hier habe, oder die Räucherspäne sind seit Jahrzehnten beliebt bei Lampropelten. Hintergrund ist, die Tiere kommen eher aus einem trockenen Biotop. Das heißt, ich muss den Boden selber, mache ich nicht sonderlich feucht. Ich mache eine Schlupfhöhle rein, ne? Da haben wir so eine Magnethöhle drin mit dem Magnetdeckel. Da mache ich Moos rein und dann hat das Tier auch sein feuchtes Versteck zum sich verstecken, wenn es will. Ansonsten noch ein bisschen Dekoration rein natürlich. Ihr könnt noch ein paar Kunststoffpflanzen reinmachen, ihr könnt ein paar Wurzeln reinmachen, wo sie sich auch verstecken kann. Aber ansonsten ist das Terrarium soweit gut und okay. Wie gesagt, der wichtigste Punkt wie bei allen Terrarien ist die Beleuchtung. Das Licht ist lediglich für euch, damit es schöner aussieht. Und dann habt ihr ein gutes Lampropelten-Terrarium beieinander. Hier habe ich jetzt ein 60er Terrarium genommen. Das wird für die meisten Lampropelten oder für die Adulten zu klein sein. Die ganz kleinen Arten, wo ich vorher gesagt habe, so mit 70 cm, da kämen wir damit aus. Aber ansonsten würde ich euch 90 cm empfehlen für die mittelgroßen Arten. Also die Mexicana zum Beispiel, Mexicana-Arten, Pyromelana-Arten, Bläris. Da kommt er wahrscheinlich mit dem 90er Terrarium aus und für die noch größeren Arten Hondurensis, Getulus vielleicht ein 1,20 Meter Terrarium. Dann habt ihr wirklich ein schönes, gutes Lampropelten-Biotop. Die Höhe übrigens, in dem Fall haben wir 40 cm, absolut okay für Lampropelten. Wie gesagt, ist ein reiner Bodenbewohner. Umso höher es ihr macht, umso mehr müsst ihr es heizen. Habt ihr letztendlich nichts davon, weil das Tier wird lediglich sich auf dem Boden aufhalten. Dann kommen wir zu Handling, Aufzucht, Fütterung. Ne? Handling vorneweg, die Lampropelten sind in der Regel wirklich umgänglich brav, lassen sich gut hantieren. Es gibt wenig Tiere, die aggressiv sind.
vielleicht im Getulus-Komplex, die einen, das waren so die Floridana oder Getulus, die vielleicht nicht von Natur aus völlig brav ist, aber selbst die, wenn man sie ein paar Mal hantiert, werden die wirklich sehr umgänglich. Also von dem her ist es eine echt dankbare, angenehme Schlange. Jungtieraufzucht, was man dazu sagen kann, manche Lampropelten, manche bis einige, sind vielleicht nicht ganz einfach am Anfang ans Fressen zu bringen. Hat vielleicht damit zu tun, dass sie in der Natur vielleicht Echsen fressen oder sogar andere kleine Schlangen fressen. Deswegen ist das manchmal ein bisschen heikel, dass man die gut an Mäuse kriegt. Gerade wenn ihr Einsteiger seid, ganz wichtig, wenn ihr euch Lampropelten kauft, achtet darauf, dass das Tier gut an Mäuse geht. Ne? Also fragt den Verkäufer oder den Züchter, ob sie gut Mäuse frisst. Wenn ja, ist alles okay. Aber kauft euch nicht ein frisches Baby und lasst euch darauf ein, dass ihr selber da die an Mäuse gewöhnen müsst. Ja? Würde ich euch abraten. In der Regel geht es ganz gut, wenn man die Tiere vom Klima her gut hält. Am Anfang fressen sie lieber lebend wie tot. Aber wenn sie dann an Leben gehen, gehen sie auch gut an tot ran. Es lässt sich schon gut bewerkstelligen, aber wie gesagt, einem Einsteiger würde ich es nicht ganz raten. Nehmt dann wirklich ein Tier, was schon tadellos ans Fressen geht. Was hat man noch? Handling, Aufzucht, Fütter. Ach so, bei der Fütterung sind wir gleich beim Thema. Genau. Ein Jungtier füttert ihr alle 5 bis 7 Tage. Passend große Maus. Die hat übrigens, beziehungsweise fast dummerweise, heute gefressen. Haben wir schlecht geplant mit dem Filmen, beziehungsweise meine Kollegin wusste es nicht, jetzt hat die vorher gefressen, aber es ist eigentlich gar nicht schlecht, so könnt ihr auch sehen, also ich würde sagen, das, was die gefressen hat, ist das Minimum, man muss nach dem Füttern sehen, da ist was im Bauch drin, ansonsten war das Beutetier zu klein, also von der Größe her wirklich so, dass nach dem Fressen mindestens, wenn eigentlich eher noch mehr, ein dicker Bauch am Tier zu sehen ist. Wie gesagt, alle 5 bis 7 Tage als Jungtier, je nachdem, was ihr für ein Tier habt. Wenn es jetzt ein einzelnes Tier ist, das ihr habt, nach 2, 3 Jahren, wenn die ausgewachsen sind oder wenn sie ihre adulte Größe erreicht haben, sagen wir so, reduziert ihr das Futter, füttert ihr sie nur noch alle 14 Tage bis 3 Wochen. Es sei denn, ihr habt ein Weibchen, mit dem ihr züchten wollt oder mit dem ihr züchtet, dann im Wochenrhythmus weiterfüttern. Die haben zum Teil 2 Gelege im Jahr. Die Energie müssen sie natürlich wieder aufnehmen. Das heißt, ein Zuchtweibchen wirklich gut füttern, aber ein Einzeltier oder auch ein Männchen dann alle 3 Wochen ungefähr ein Beutetier geben. Die Stimulation zur Zucht erfolgt in der Regel durch die Winterruhe. Fast alle Lampropelten, also mal ausgenommen den ganz tropischen südlichen, erhalten eine Winterruhe. Je weiter ihr in den Norden kommt, umso länger die Winterruhe. Also so richtig nördliche Tiere bis Kanada hoch, da könnt ihr fast ein halbes Jahr Winterruhe machen. Da macht ihr im Terrarium alles aus. So gut oder so weit wie möglich unter 20 Grad runter, in der Zeit nichts füttern. Und dann zum Frühjahr hin macht er wieder alles an, macht er warm und dann, wie gesagt, je nach Verbreitungsgebiet habt ihr eine Aktivität oder eine macht er eine Winterruhe von 3 bis sogar 5, 6 Monate. Ich glaube, das ist für die Tiere schon relativ wichtig, selbst wenn ihr nicht damit züchtet, dann würde ich zumindest im Winter 2 Monate lang eine Winterruhe einlegen bei den Tieren. Dann haben wir abschließend noch das Thema Zucht. Ich habe es ja vorher schon, bin schon ein paar Mal reingerutscht in die Zucht. Also die lassen sich eigentlich schon relativ gut züchten. Beziehungsweise ein ganz wichtiger Punkt ist erst noch mal vorneweg. Lampropelten, ich hatte es vorher auch schon erwähnt, sind in der Natur auch Schlangenfresser. Auch untereinander sind Lampropelten nicht immer ganz, wie soll ich sagen, nicht ganz idiotensicher. Also von dem her würde ich euch empfehlen, die meiste Zeit vom Jahr die Tiere einzeln zu halten. Wenn ihr ein Pärchen habt, tut sie nur in der Paarungszeit zusammen. Obwohl es auch einige Terrarianer gibt, die permanent Pärchen zusammenhalten, passiert auch nichts. Speziell nach der Fütterung halt aufpassen, dass wenn die frisch gefressen haben, dass die sich nicht verbeißen oder eine der anderen zum Opfer fällt.
Ansonsten geht es in der Regel auch, aber definitiv mit Vorsicht zu genießen. Was er definitiv nicht machen dürft, die Lampropelten mit verschiedenen Arten vergesellschaften oder gar ganz andere Schlangen, eine Kornatter zum Beispiel mit rein oder so. Ich glaube, da ist das Risiko sehr groß, dass ihr am Schluss nur noch eine Schlange im Terrarium habt. Ja. Aber wir waren beim Thema Zucht. Stimulation, wie gerade schon gesagt, durch die Winterruhe. Im Frühjahr fangen die Sparen an, haben 1 bis 2 Gelege pro Jahr. Gelegegröße, klar, völlig verschieden, je nach Größe der Tiere. Das können zwischen 4 bis 5 Eier sein und große Lampropeltenarten werden bestimmt 20 bis mehr Eier ablegen. Inkubation im Brutapparat, wie man es kennt, runde 30 Grad. Vielleicht gleich auch abhängig vom Verbreitungsgebiet, aber ich glaube, mit 30 Grad seid ihr generell nicht schlecht. Und dann lassen sich diese hübschen Lampropelten auch wirklich gut als Terrarientier züchten. Genau, was mir noch einfällt, die Geschlechtsbestimmung ist auch nicht ganz so einfach, wobei man macht es wie bei Kornattern auch. Die Jungtiere lassen sich einigermaßen gut poppen, ne? Also die Penisse raus massieren oder raus evertieren. Und größere Tiere, bei manchen Tieren kann man es einigermaßen fühlen. Bei manchen kann man es auch ganz gut sehen, wenn man einen Vergleich hat oder das Auge dazu hat. Oder man kann die Tiere sondieren bzw. sondieren lassen. Also Geschlechtsbestimmung nicht ganz einfach, denke ich, ist auch dem Profi oder dem Tierarzt überlassen, wenn er die Geschlechter von euren Lampropelten bestimmen lassen wollt. Zum Schluss noch der Verweis auf gute Literatur, mittlerweile gar nicht mehr so leicht bei den Lampropelten. Früher gab es mehr Bücher, die sind meines Wissens ausverkauft. Vielleicht habt ihr Glück und erwischt noch ein paar Restposten. Ansonsten in der Art für Art-Reihe aus dem NTV-Verlag, da gibt es noch wirklich ein paar gute Monografien. Hier über Getulus, das Ganze gibt es auch über Triangulum, ich glaube über Mexikaner auch. Da gibt es noch ein paar gute Monografien, die sind nicht allzu groß und dick, aber gehen genau auf das Tier ein. Also die kann ich euch definitiv ans Herz legen. Und wer noch mehr von uns sehen will, hier unser letztes Video könnt ihr euch anschauen oder hier ein zufällig für euch ausgewähltes Video. Und besonders wichtig, wie bei YouTube immer, abonniert unseren Channel, gebt uns einen Daumen hoch, macht die Glocke an, dass es immer aufpoppt. Und wenn ihr Terrarienprodukte braucht, schaut in den Shop rein.